Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FDB TV. Diese Woche wieder mit der Thematik Industrie 4.0. Heute der Begriff Big Data. Man könnte ja bald schon meinen, wir sind in einem Datenrausch. Aber braucht man das unbedingt? Was bedeutet das am Ende? Darauf gehen wir in dieser Folge ein. Also bleibt bitte dran. Und zwar verfügen wir als Unternehmen bereits schon über viele Daten, aber sie werden einfach nicht alle genutzt. Oder man weiß überhaupt nicht Bescheid, dass die überhaupt eine Relevanz haben oder überhaupt von Bedeutung sind. Das heißt, es gilt erstmal zu prüfen, werden alle unsere Daten überhaupt genutzt und haben sie eine Bedeutung. Denn es gilt auch hier bei der Thematik Big Data, neue Zusammenhänge aufzudecken und diese zu erkennen. Und da gilt es vor allem, dass eine Zusammenarbeit zwischen der IT und den Fachabteilungen herrscht, weil wir natürlich so die Wünsche der spezifischen Kunden aufdecken können über die Fachabteilung, aber dann ist es die Aufgabe der IT-Abteilung natürlich, da die Daten erfassen zu können. Also nochmal, es gilt, den bestehenden Datenbestand zu prüfen und dann auch die wirtschaftliche Notwendigkeit zu prüfen. Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel, dass Kunden oft anrufen und Fragen zu einer bestimmten Thematik haben. Und da könnte man natürlich auch einfach die Daten prüfen, das Ganze auszuwerten. Okay, 80-20-Regel, die ist Ihnen hoffentlich ein Begriff. Und dann diese Fragen zusammenzustellen, natürlich dann eine Antwort zu geben und die zum Beispiel auch auf der Website schon einzubetten, dass die Kunden von Anfang an darüber informiert worden sind und die Service-Mitarbeiter dann nicht durch unnötige Telefonate weiter involviert werden. Das ist zum Beispiel ein kleiner Ansatz von Big Data. Natürlich kann man das überall im Unternehmen anwenden. Also, es kann auch heute schon vieles durch den Computer erfasst werden. Und hier reichen auch oft Excel-Tabellen aus. Natürlich muss auch man auch manuell vieles noch per Hand eingeben. Aber zum Anfang dieses Thema Big Data anzugehen, ist das, denke ich mal, ein guter Anfall, hier mit Excel-Tabellen zu arbeiten. Dann gilt es weiterhin, den Datenfluss zu archivieren, aber auch zu automatisieren, dass wir immer neue Erkenntnisse automatisch reinbekommen aus den Daten und diese nachher nur noch analysieren brauchen. Das ist ein ungemeiner Vorteil. Ansonsten, wer das letzte Video verpasst hat, Automatisierung, bitte einmal da reingucken, da wissen wir mehr drüber am Ende. Und dann gilt es auch, Mitarbeiter zu involvieren über die Thematik. Und hier müssen wir wieder entscheiden zwischen Siedlern und Pionieren. Die Pioniere sind die, die gerne neue Sachen ausprobieren, offen sind. Und dann haben wir im Gegensatz die Siedler und das sind die, die gerne alte Strukturen beibehalten wollen. Und sozusagen gilt es auch, die Pioniere in dieser Thematik zu adressieren. Und das sind oft die Pioniere aus der Fachabteilung, die dann mit der IT zusammenarbeiten sollen. So, und dann gilt es einfach nur noch, die Daten auszuwerten und dann daraufhin neue Schritte einzuleiten. Ja, was nehmen wir aus dieser Folge wieder mit? Meine Learnings für euch. Erstmal Datenbestand prüfen, werden all unsere Daten überhaupt genutzt. Dann wird die wirtschaftliche Relevanz geprüft, hat es nur Wertwendigkeit für unsere Zielgruppe oder für interne Prozesse. Dann gilt es weiterhin anzufangen, den Datenfluss anschließend zu automatisieren und natürlich auszuwerten und gegebenenfalls neue Schritte einzuleiten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das Thema ein bisschen näher bringen. Ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Vielleicht ist auch nicht alles neu für euch, aber ich freue mich, wenn auch eine Erkenntnis euch weitergebracht hat. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Kommentar oder eine Gefällt mir-Angabe. Und ansonsten sehen wir uns dann sicherlich im nächsten Video wieder, wo ich auf die Thematik CNC eingehen werde. Bis dahin, ciao.